Hallo, ich müsste euch über wichtige Ereignisse in der polnischen Geschichte erzählen, die unser Land und uns Polen geprägt haben. Ich denke, wenn man unser Volk, unseren Patriotismus, aber nicht Nationalismus, verstehen will, dann sollte man wissen, wie tragisch die Geschichte für unsere Vorfahren war. Unsere Großeltern mussten oft um die Freiheit und Unabhängigkeit unseres Staates kämpfen. In der Geschichte Polens gab es viele Aufstände, den Januar, November, Großpolenaufstand, in denen Polen gegen ihre Besatzer gekämpft haben, um sich von der Herrschaft der fremden Mächte loszureißen. Schon früher, im 17. Jahrhundert, kam es zum schwedischen Überfall, den Polen zurückschlagen musste. Im 18. Jahrhundert kam es zu drei Teilungen Polens: Russland, Österreich und Deutschland haben unser Land besetzt. 123 Jahre lang war Polen von den Großmächten abhängig. Die Unabhängigkeit haben wir erst nach dem Ersten Weltkrieg am 11. November 1918 wieder erlangt. Deshalb ist das Datum besonders wichtig für uns und wir haben an dem Tag den Nationalfeiertag. Infolge des Ersten Weltkrieges sind 14 Millionen Menschen, darunter 500.000 Polen, ums Leben gekommen. Leider ist 1939 ein neuer Krieg ausgebrochen, da unser Land verheert hat. Konzentrationslager, jüdische Ghettos, Ausrottung der Juden, Arbeitslager. Ihr kennt das sicherlich aus der Geschichte. Infolge des Zweiten Weltkrieges sind etwa 50 Millionen Menschen, darunter etwa 6 Millionen Polen, ums Leben gekommen. Da die Geschichte nicht nur unseres Landes so tragisch war, sollten wir uns daran erinnern und den Frieden pflegen, denn er ist der größte Wert der Welt.